Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil von Wie erstelle ich ein professionelles Modellbauvideo? Thema heute ist die Post-Production. Was versteht man unter Post-Production? Grob gesagt ist die Post-Production alles das, was man nach dem eigentlichen Videodreh noch mit dem Video macht. Also jeder Effekt, jede Nachvertonung, jedes Schneiden, also alles, was danach kommt. Ich benutze für die Post-Production das Programm Movie Maker von Windows. Das ist ein relativ einfaches Programm und hat den großen Vorteil, dass es kostenlos ist. Also ihr könnt es umsonst herunterladen, den Link blende ich am besten gerade mal hier ein. Da kommt ihr an das Programm dran, es kostet nichts und es ist ziemlich leicht zu bedienen. Es hat natürlich gegenüber Bezahlprogrammen ein paar Nachteile, es ist nicht so umfangreich, man kann damit nicht so viel machen. Aber ihr seht es ja in meinen Videos, die sind alle mit dem Movie Maker gemacht und ich denke, das reicht gut aus für den Anfang. Dann wollen wir das Ganze mal anhand eines Beispiels benutzen. Und zwar bauen wir jetzt das Video von letzter Woche, den Fotobau der A10. Da habe ich ja immer ein Foto während des Baus gemacht und den entsprechenden Bauschritt und den Baufortschritt nebeneinander aufs Bild gepackt. Und das werden wir jetzt hier alles zu einem schönen Video verarbeiten. Also zuerst mal die ganzen Bilder, die ich während des Baus gemacht habe. Die markiere ich mal. Zack, zack. Zack, zack, so, alle da rein. Und dann natürlich nicht vergessen, mein allseits beliebtes Intro, kommt zum Anfang. So, und dann haben wir die Bilder jetzt hier drin. Also die stehen jetzt hier quasi statisch da, ohne irgendwas. Das ist natürlich so für ein Video, finde ich, unpassend. Das ist natürlich auch wieder jeder sein eigener Geschmack gefragt. Aber ich finde, mein Video, da muss ein bisschen Dynamik drin sein, Bewegung. Also ich markiere jetzt alles. Dann gehe ich mal auf Animation, suche mir eine schöne Überblendung dafür. Ja, die ist nicht schlecht. Die ist auch nicht schlecht. Was könnte man noch nehmen? Ja, ich denke, hier die finde ich ganz gut. So, die nehme ich. Weil ich alles markiert habe, haben jetzt auch alle die Überblendung. Und dann, was ich immer ganz schön finde, ist der Zoom quasi. Also wenn ich hier das nehme, dann fährt die Kamera immer noch so während des Videos auf das Bild zu. Und ich finde mal, das sieht sehr interessant aus. So, das ist ein bisschen Bewegung. Das ist einfach fürs Auge interessanter, meiner Meinung nach. Ne? Aber hier ist auch wieder, jeder hat seinen eigenen Stil. Und macht das, was euch am besten gefällt. Bei der ersten Überblendung, wo es quasi vom Intro geht, da finde ich, passt das jetzt nicht so. Da werden wir eine andere nehmen, eine andere Animation. Und am besten die Schwarz-Oben-Blendung. Ja, die finde ich gut. Gut, so. Dann sehe ich jetzt hier mal die Reihenfolge. Also hier habe ich ein Bild von den Decals gemacht. Ihr könnt es jetzt nicht so gut lesen, aber hier steht auf dem Bild Jukujukuju, also so chinesische oder japanische Schriftzeichen, Decal, und auf dem Bogen stehen nur Nummern. Also man musste dann auch selber raten. War in dem Fall noch einfach, aber das habe ich mal fotografiert, weil ich dachte, es wäre vielleicht interessant. Jetzt für das Video, denke ich, ist es nicht so interessant. Also das kann man erwähnen. Zum Schluss will ich ja noch ein paar Worte sagen und da werde ich das nochmal erwähnen drin. Aber jetzt hier für den Bau uninteressant, also einmal entfernen, weg ist er. So, jetzt hat er auch die alte Überblendung. Das müssen wir gerade wieder in die schwarze Blendung ändern. Wo ist sie denn jetzt hin? Da. So, dann gucken wir mal die Länge an sich von den einzelnen Fotos an. Also ich mache mir über jeden Schritt auch Gedanken. Ich habe ja mal gesagt, ich stecke da viel Arbeit in die Videos und ich hoffe, das kommt jetzt auch ein bisschen rüber. Also das ist ein bisschen zu lang. Die Videos, man gerade sehen, gehen 7 Sekunden. Ich glaube, da wären vielleicht 6 angebracht da. Gehen wir mal auf 6 Sekunden. Es muss halt so lang sein bei einem Foto, dass man in Ruhe noch drauf gucken kann, alles erkennen kann, ohne unbedingt Stopp zu drücken. Also natürlich, wenn man genauer hinsehen will, muss man mal auf den Stopp-Taste drücken. Aber ihr solltet das quasi bei sowas so lang halten, dass es passt einfach für den Zuschauer auch. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Das ist nicht immer einfach, das richtige Maß zu finden, denn jemand, der ein bisschen älter ist, der braucht es ein bisschen länger und jemand, der jünger ist, ein bisschen kürzer. Aber ich denke, mit 6 Sekunden liege ich da eigentlich ganz gut drin. So, also das passt. Jetzt wollte ich da noch ein bisschen Bildunterschrift machen, weil ich habe ja jetzt keine Sprache drin. Ich könnte das jetzt noch kommentieren über das Headset. Das geht auch, zeige ich euch mal. Wenn ihr sowas habt, oben könnt ihr hier auf Audio-Kommentar aufzeichnen gehen. Dann klickt ihr dahin, wo ihr es hinhaben wollt. Und sagen wir mal hier, wo die Muttern sind. Drückt auf Aufnahme. Hier habe ich vor, Beschwerung zu benutzen und die mache ich aus alten Muttern. So, speichern, speichern. Und jetzt haben wir hier das Audio-Kommentar. Hier habe ich vor, Beschwerung zu benutzen und die mache ich aus alten Muttern.
So, jetzt könnte ich das auch nochmal schneiden. Also ich könnte hier den bisschen verschieben. Dann gehe ich auf Teilen. Und dann habe ich hier dieses Stück, wo nichts drauf ist. Da drücke ich wieder entfernen. Weg ist es. Und kann das hier noch an die richtige Stelle ziehen. Hier habe ich vor, Beschwerung zu benutzen. Und die mache ich aus alten Muttern. Wenn das jetzt noch ein bisschen zu leise ist, weil ihr Hintergrundgeräusche habt oder Musik habt, macht ihr einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster und ihr könnt Lautstärke des Audiokommentars wählen. Da geht ihr dann auf Lauter und schon ist das Ganze auch ein bisschen lauter. Hier habe ich vor, Beschwerung zu benutzen und die mache ich aus alten Muttern. So. Hinten zum Beispiel, hört nochmal genau hin. Muttern. Also ihr hört das Klicken von meiner Maus. Da könnte ich dann jetzt auch hier vor das Klicken gehen. Rechtsklick. Doppelklick erstmal drauf, damit es ausgewählt ist, dass es der schwarze dicke Rand drum ist. Stelle, Rechtsklick, Teilen. Jetzt. Hört ihr den Klick? Da ist er. Den kann ich jetzt auch woanders hinlegen. Den lösche ich aber einfach. Also entfernt, weg ist er. Dann hätte ich jetzt dieses Audiokommentar bearbeitet da drin stehen. Aber ich will es ja ohne machen, deswegen komplett weg damit. Ich wollte aber Text nehmen. Dann gehe ich jetzt wieder an die entsprechende Stelle, also wenn das Bild hier gerade so eingeflogen ist, und drücke einmal hier oben auf Bildtext. Dann kriege ich einen Text, der genau dem Startpunkt und dem Endpunkt entspricht. Also den Startpunkt habe ich ja festgelegt und der Endpunkt ist ja vom Video oder vom Foto besser gesagt hingelegt. So, jetzt haben wir hier den Text, da steht hier Text eingeben, da geben wir mal was ein. Keine langen Texte, denn das soll eine Überblendung sein, das soll nur eine kurze Erklärung sein. Also ich schreibe einfach nur Beschwerung, so, einfach nur die Beschwerung, da kann sich jeder dann zusammenreimen, worum es da geht. Schrift machen wir mal schwarz, das Ganze fett und dann auch noch ein bisschen größer. So. Können wir es hier hin machen? Oder lieber hier hin? Ja, ich glaube, ich mache es noch ein bisschen größer. 48. So, ja, das sieht gut aus. So, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Beschwerung. Man kann es gut lesen. Ja, das gefällt mir so. So, ich habe da noch drei Sachen hingeschrieben. Also eins habt ihr gesehen. Und mehr brauche ich noch nicht. Der Rest ist erklärend. Jetzt kommen die Videosequenzen. Da habe ich hier eine Datei. Wurde die Mühle natürlich noch lackiert. Und ich habe diesmal nur die Grundierung gemacht. Ja, und die hat mir während der Aufnahme nicht gefallen, deswegen habe ich nochmal neu angesetzt. Da ich nochmal auf Stopp bei der Kamera gedrückt habe, habe ich jetzt hier eine Datei, die ich im Ganzen löschen kann und weg ist sie. Nach dem Abkleben habe ich eine Grundierung. Die richtige Datei. So, jetzt werden wir nochmal gucken, wie der Übergang ist von den Fotos zum Video. Nach dem Abkleben habe ich eine. Da muss dann noch eine Animation rein. Nach dem Abkleben habe. Nee. Nach dem Abkleben. Ja, die Weißüberblendung, die finde ich gut, aber jetzt haben wir das Problem, dass der Abkleben. Nach dem Abkleben habe ich eine. Noch mit drin ist, den müssen wir was kürzen. Der ist jetzt 4,46 Sekunden lang. Der machen wir mal 3,4 Sekunden draus. Gucken wir mal, wie es aussieht. Nach dem Ab. Ein Ticken weniger noch. Machen wir 3,2 Sekunden. Nach dem Abkleben habe ich eine. Also das läuft. Und dann jetzt hier der Wechsel von der einen Videodatei zur anderen. Nein. Der ist okay. Da ist jetzt nur hier ein großes freies Stück. Also ihr seht jetzt daran, dass da nicht diese Linie drauf sind, die Sprachmuster. Ist einfach nur leer. Also, Doppelklick drauf, dass ihr den Rahmen drum habt. Rechtsklick, teilen und weg mit dem unnötigen Zeug. So könnt ihr auch alles Mögliche rausschneiden, was nichts im Video zu tun hat. Ne? Schauen wir uns den Übergang nochmal an von dem Video. Sein. Der Bauern sich... Ja, der ist okay. Machen wir mal hier oben weiter. Also ich habe das Intro und dann beginnen auch schon die ersten Bilder los. Im ersten Baustein, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch mal so ein Gesamtbild von der A10. Und das werde ich mir jetzt gerade erstmal holen. Das Bild habe ich drin. Ich habe es auch schon formatiert. Das sieht jetzt so aus. Passt, aber hört mal hin, was fehlt. Genau, da fehlt ein bisschen Musik. Und da habe ich mir auch schon was besorgt. Und zwar The Big Guns. Das Musikstück ist aus der YouTube-Mediathek. Also wenn ihr rechts oben auf euren Namen klickt, dann runter YouTube Studios, links auf Video Manager und dann nochmal links unten Video Tools, glaube ich. Da gibt es eine Mediathek mit Musik, die ihr benutzen könnt. Da kriegt ihr auch keine Probleme mit der GEMA. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen ausrichten. Na, ein bisschen weiter nach hinten noch. Gut, aber es sollte ein bisschen einblenden sich langsam. Na, sagen wir mal, Mitteleinblendung. Ja. Bisschen laut, Doppelklick drauf, Musiklautstärke, bisschen runter.
plötzlich gut an. Kommt, die Bilder laufen durch, dazu läuft die Musik, das ist gut, und hier wechselt dann zum Video. So, ungefähr bis hier. Dann Doppelklick bis da. Hier machen wir wieder einen Schnitt rein. Rechtklick, teilen. Was danach kommt, brauchen wir nicht mehr. Das ist ja, wo ich spreche. Also weg damit. Dann den Übergang nochmal. Nach dem Abgeben. Ja, das ist natürlich viel zu abrupt. Der muss ausblenden. Doppelklick drauf. Ausblenden. Nehmen wir Mittel. Nach dem Abkleben habe ich... Perfekt. Gut, dann hätten wir alles drin. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, wir haben jetzt die Musik mit Bewegung und Überblendung. Sieht doch gleich viel angenehmer aus und guckt sich auch viel angenehmer an. Okay, alles ist drin. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr soweit alles gemacht habt, geht hier an den Startpunkt, drückt auf Play und guckt euch nochmal ganz, ganz genau an, was ihr da eigentlich fabriziert habt. Seid weiter mit dabei und wünsche euch noch viel Spaß am Modellbau. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied. So, also alles war okay, ich bin damit zufrieden und jetzt ist bereit zum Hochladen. Es ist wichtig, sich nochmal anzugucken, was ihr gemacht habt, damit ihr auch seht, ob alles richtig war oder ob euch noch Änderungen auffallen. Mein Video hier, dieser Teil 3 der Post-Production, war jetzt natürlich sehr auf mich zugeschnitten. Also das ist nicht die Universallösung und vielleicht auch nicht die beste Lösung, aber es soll wie die anderen Teile auch nur ein Denkanstoß sein. Es ist eigentlich wie beim Inhalt. Es ist eure individuelle Sache und auch euer individueller Stil, den ihr hier einbaut. Und mit dem arbeitet ihr auch. Wichtig ist eigentlich nur, denkt darüber nach, was ihr macht. Überlegt euch, was interessant ist. Und vor allem, guckt euch hinterher an, was ihr fabriziert habt. Ja, als letztes bleibt eigentlich nur noch auf rechts Film speichern. Da gibt es extra für YouTube. Und dann wird das Ganze gerendert und eine Datei zusammengefügt, die ihr dann auf YouTube hochladen könnt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial oder diese kleine Hilfestellung ein wenig weitergeholfen. Es war natürlich nicht alles drin, was man machen kann. Man kann auch viel, viel mehr machen, aber ich habe mich jetzt mal hier auf ein wenig beschränkt, denn es ist jedem freigestellt, wie ihr es macht. Ihr sollt einfach nur immer, eigentlich wie überall im Leben, darüber nachdenken, was macht ihr überhaupt. Und dann wird das Ganze auch ein schöner Erfolg. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung und bin auf eure Videos gespannt. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.